Wir wechseln jetzt zum zweiten Vortrag, der wird gehalten von Pascal Frey. Pascal Frey ist Privatdozent für Gastroenterologie und Hepatologie. Er arbeitet an der Bethanienklinik und sein Thema wird sein, welche Therapien gibt es für die Behandlung von chronisch entzündlichen Darmkrankheiten generell? Pascal, dein Vortrag. Guten Abend miteinander. Ich nehme an, man sieht jetzt meine Folien. Ist das richtig? Dann beginne ich mal. Das ist das Thema, das vorgegeben wurde, und ich möchte diesen Vortrag ein bisschen theoretisch machen, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich einzelne Präparate in jedem Detail vorstelle, weil dann erzähle ich Ihnen genau das, was Sie vielleicht nicht das Präparat kriegen und sind frustriert. Ich möchte vor allem auf Therapiekonzepte eingehen, und das Dilemma beginnt so, dass wir als Patient häufig fragen, wie es um Diät, Stress und Alternativmedizin steht. Und wir möchten dann immer über Schulmedizin sprechen. Und ganz bewusst möchte ich in diesem kurzen Vortrag jetzt nur auf die Schulmedizin eingehen. Und die Schulmedizin, das ist ein bisschen wie Kochen und Salzen. Zu wenig und zu viel Salz ist nicht gut. Und ich habe das ein bisschen so jetzt formuliert. Ich glaube, viele Patienten haben Angst, dass wir zu viele Medikamente einsetzen, also dass wir quasi versalzen. Das wäre die Überbehandlung, und ich als Arzt, wenn ich sie leiden sehe, habe oft Angst, dass ich sie zu wenig therapiere. Also ich habe mehr Angst vor der Unterbehandlung. Und wenn wir jetzt entscheiden, wie fest wir sie behandeln, dann schauen wir, was ihr bisheriger Verlauf war, aber auch, was ich für einen Verlauf erwarte. Und ich habe jetzt mal drei Verläufe da exemplarisch aufgeschrieben. Also sie leiden am Anfang stark und nachher nicht mehr so sehr. Sie haben immer Probleme oder zwischendurch Probleme. Und das definiert dann, was ich mit Ihnen mache. Wenn ich das Gefühl habe, das läuft ganz gut, dann werde ich zurückhaltend sein, weil ich Sie nicht überbehandeln möchte. Und umgekehrt ist es, wenn Sie die ganze Zeit leiden oder wenn Sie zwischendurch stark leiden, dann gebe ich Vollgas, weil ich möchte Sie nicht unterbehandeln. Aber letzten Endes ist diese Therapie immer extrem individuell. Und das sind meine Aha-Erlebnisse der letzten Monate und Jahre, wenn ich mit Patienten über eine insbesondere neue Therapie spreche. Erstens, es braucht nicht jeder eine starke Therapie. Also wir sind uns bewusst, dass wir nicht immer überbehandeln wollen. Haben Sie also Vertrauen. Zweitens, zögern Sie auch nicht ewig. Wenn Sie relevant leiden, dann lohnt es sich nicht zu leiden. Sie brauchen irgendwann Vertrauen in diese Medikamente und in uns, dass man diese Therapie beginnt. Und wenn man beginnt, dann glaube ich, sollte man einen Plan haben. Man sollte abmachen, was man therapiert und warum und wie lange. Und das ist ein bisschen wie Wandern, oder? Sie nehmen eine Wanderroute, wollen das Ziel verfolgen, aber wenn irgendwo dann ein Hindernis kommt, dann müssen Sie halt trotzdem den Plan ein bisschen ändern. Wenn wir eine Therapie machen, dann möchten wir, dass Sie den Nutzen spüren. Aber manchmal möchten wir auch objektivieren, dass das so gut funktioniert, wie wir hoffen. Und das heißt, wir spiegeln, wir messen, damit wir sicher sind, dass wir gut behandeln. Das ist auch notwendig, weil kein Medikament perfekt ist. Und jetzt gibt es viele Optionen. Und wenn wir diese Optionen diskutieren und am Schluss etwas entscheiden, dann entscheidet natürlich das Wirkspektrum dieser Therapie, aber auch Ihre Wünsche und Ängste. Wenn Sie für sich zugeben, Sie sind ein bisschen ein Chaot, dann werde ich Ihnen wahrscheinlich keine Tablette geben, die Sie gut jeden Tag einnehmen müssen. Wenn Sie jemand sind, der sagt, Sie kriegen einen Schreikrampf, wenn Sie eine Spritze sehen, dann werde ich Ihnen lieber eine Tablette geben. Und wenn Sie sagen, ich habe furchtbar Schiss vor Corona und möchte kein Spital von Ihnen sehen, dann werde ich Ihnen auch keine Infusion geben, wo Sie regelmäßig zu uns kommen müssen. Also es entscheidet nicht nur das Wirkspektrum, sondern auch Ihr Charakter und Ihre Wünsche und Ängste. Und wenn wir jetzt diese Optionen diskutieren, dann gibt es ein großes Missverständnis, glaube ich. Wenn wir sagen, wir möchten sie jetzt stark behandeln, dann verstehen Patienten oft, dass das nebenwirkungsreich sei oder gefährlich, und das stimmt nicht a priori. Das Zweite ist, wenn ich etwas wähle, egal welche Stärkeklasse, ich kann das auch wieder stoppen. Ich sage dann meinen Patienten immer, sie verkaufen nicht ihre Seele. Also wenn man was Starkes beginnt, heißt das nicht, dass man das Leben lang auf diesem Level behandelt wird. Und es ist doch so, wenn man dann was wechselt, dann muss man das gut begründen und dokumentieren, dass wir den Überblick nicht verlieren.
Und dann reden wir immer von einer Therapiepyramide und eigentlich müssten wir von Therapiepyramiden sprechen. Wir haben Medikamente, damit sie gesünder werden, wir sagen dem die Induktion, und wir haben Möglichkeiten, damit sie gesund bleiben, dem sagen wir die Remissionserhaltung oder die Rückfallprophylaxe. Und ein bisschen kann man das auch lesen, es gibt schwache, sichere, billige Medikamente und dann eher die starken, speziellen und teuren Medikamente. Und wenn wir das jetzt durchgehen, dann beginne ich zu unterst. Und zu unterst ist insbesondere bei der Colitis die Mesalazin-Therapie. Mesalazine habe ich in unten die Schweizer Präparate aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge. Und die sind alterprobt, billig und sicher. Die können Sie nehmen, um gesünder zu werden und gesund zu bleiben. Nehmen Sie das in genug hoher Dosis und machen Sie sich das Leben einfach. Nehmen Sie es nur einmal pro Tag. Ich sage immer, das ist das System Kärcher. Die Gartenterrasse ist am Schluss des Tages sauberer, wenn Sie einmal abspritzen, statt wenn Sie es dreimal regnen lassen. Also es lohnt sich, einmal Salofalk oder was auch immer zu nehmen, und Sie müssen das nicht auf dreimal 500 Milligramm oder so verteilen. Und dann wissen Sie, viele Colitis-Formen, die sind nicht im ganzen Darm, sondern nur unten oder links. Und dann sollten Sie nicht vergessen, dass Sie auch diese Therapie genau dorthin zielen. Wenn Sie eine Tablette schlucken, dann muss die zuerst meterweise nach unten rutschen. Also lohnt es sich, wenn Sie eine Proktitis haben, dass Sie dann ein Zäpfchen applizieren. Oder wenn Sie eine linksseitige Colitis haben, wenn Sie Schäume oder Klismen applizieren. Und wenn Sie das abstrus finden, dann, oder Hemmungen haben, dann diskutieren Sie darüber. Das kann man im Gespräch, aber auch online machen, und da gibt es auch Broschüren dazu. Ein bisschen stärker wäre dann Budesonid, das ist dann Cortison, was angepasst wurde, wo Sie keine Angst haben müssen vor Cortison-Nebenwirkungen. Die sind möglich, aber nicht zu erwarten. Da gibt es viele Präparate, und die gibt man primär, damit sie gesünder werden. Und manchmal geben wir die, weil sie harmlos sind, auch relativ lange, auch wenn sie eigentlich nicht für das gedacht sind. Und wenn Sie noch stärker krank sind, dann landen Sie beim Cortison. Warum landen Sie beim Cortison? Weil es schnell und billig ist und weil es sehr gut und sehr häufig funktioniert. Viele Patienten haben Angst vor dem, und da sage ich Ihnen, es gibt nichts Natürliches wie Cortison, weil Sie machen selber jeden Tag Cortison, sonst funktioniert der Kreislauf nicht. Und kurzfristig eine höhere Dosis Cortison einzunehmen, ist nicht wünschenswert, aber in einem schlimmen Schub völlig okay. Und denken Sie daran, nichts zu machen ist keine Alternative, wenn Sie sowieso schon leiden. Aber wenn Sie jetzt Cortison genommen haben, dann, wenn Sie schlimm krank sind, werden Sie diskutieren müssen, wie es weitergeht, und dann landen Sie bei der Immunsuppression. Bevor Sie ein Immunsuppressivum schlucken, öffne ich folgende Klammer. Denken Sie daran, das gilt nur für den Crohn. Mit dem Nikotin zu stoppen, ist eine Crohn-Therapie, die nicht medikamentös ist. Sie dürfen Hemmungen haben vor einer Immunsuppression, aber dann müssen Sie mit dem Rauchen aufhören, wenn Sie einen Crohn haben. Und wenn es halt doch, und das zweite Argument ist, krank bleiben ist genau gleich gefährlich, das hat auch Professor Ober jetzt gesagt. Und wenn Sie jetzt eine Immunsuppression wählen, dann gibt es klassische Immunsuppressiva, das sind die Tabletten, Imurec, Azarec, Azafalk und Purinetol. Die haben Vor- und Nachteile. Der Hauptvorteil ist, die kennt man seit 50 Jahren, und Sie sehen diesen alten Porsche, ich stehe nicht auf Autos, aber der bildliche Vergleich, ein alter Porsche fährt auch heute noch super, also es gibt kein Argument, nicht ein altes und sehr erprobtes Medikament zu nehmen. Da gibt es Vor- und Nachteile. Man denkt immer zuerst an die Nachteile, das sind Nebenwirkungen, insbesondere zu Beginn, der eigentliche immunsuppressive Effekt und die verzögerte Wirkung. Aber der Vorteil ist, Sie haben Ihre Freiheit, wenn Sie eine Tablette haben, die Sie schlucken können. Also wenn Sie jemand sind, der gerne in die Ferien geht, ist das ein großes Argument für so eine altbekannte Therapie. Und wenn es mehr sein soll, dann landen Sie dann bei diesen Biologika. Häufiger spricht man auch von Antikörpern. Biologika sind biologisch oder gentechnologisch hergestellte Medikamente. Das ist so wie ein Y, was Sie oben in der Folie sehen. Und die sind gut, um gesünder zu werden und gesund zu bleiben.
Und von diesen Monoclonal Antibodies, wie das auf Englisch heißt, gibt es einen ganzen Baum voll Möglichkeiten. Und wenn man dann über dieses Thema spricht, dann habe ich jetzt kürzlich von einer Patientin gehört, die war relevant krank und ich habe beste Gründe, die zu behandeln. Sind Sie sich sicher, dass Sie jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen? Und das ist es nicht. Diese Antikörper, die sind stark, die sind speziell, aber die sind auch eben spezifisch und sicher und die sind erprobt, weil auch viele dieser Medikamente gibt es seit mehr als 20 Jahren. Es gibt viele Antikörper und die unterscheiden sich dann im Aufbau, also nicht jedes Y ist gleich und viele Möglichkeiten bestehen und das ist eine Zusammenstellung gültig für die Möglichkeiten heute. Sie haben viele Möglichkeiten und am bekanntesten sind diese sogenannten Anti-TNF-Antikörper. Die gab es schon, als ich noch Student war und da gibt es viele Namen. Es gibt viele Namen, weil es nicht nur die Originalpräparate gibt, sondern auch die Biosimilars, zu dem komme ich später. Die gibt es subkutan und intravenös, also es hat auch für Ihre Präferenz eine Möglichkeit. Viele von Ihnen kennen diese Medikamente, die sind sehr stark, sehr sicher und sehr gut. Seit einigen Jahren gibt es das Vedolizumab. Das ist ein Medikament, das macht, dass die Immunsystemzellen nicht vom Blut in den Darm gehen können, um dort die Entzündung auszulösen. Das ist quasi eine darmselektive Immunsuppression und darum ist sie extrem sicher. Sie hat ein exzellentes Sicherheitsprofil. Sie werden quasi immunsupprimiert, ohne immunsupprimiert zu sein. Ein ähnlich gutes Nebenwirkungsprofil und Sicherheitsprofil hat das Ustekinumab oder Stelara. Das kennt man schon lange für die Psoriasis, für die Schuppenflechte und seit einiger Zeit ist das jetzt auch erprobt und erlaubt für Crohn und Colitis. Das ist nicht darmselektiv, hat aber eine extrem gute Sicherheit und ist für viele Patienten, insbesondere zum Beispiel auch wenn sie eine Arthritis haben, eine gute Wahl. Und neuerdings, das ist kein Biologikum, sondern eine Tablette, gibt es das Tofacitinib, ein JAK-Inhibitor. Der hat den Vorteil, dass man ihn schlucken kann. Der hat aber doch einige Diskussionen offen bezüglich Nebenwirkungen und Risiken. Insbesondere da muss man dann wieder gut darüber diskutieren, warum man dieses Präparat wählt. Und das kann aber ein hervorragendes Medikament sein. Sie kennen diese wunderschönen Schweizer Berge. Sie haben jetzt also viele Optionen, wohin Sie wandern möchten. Und ich glaube, ganz wichtig ist, es gibt keinen Test, welches Präparat für Sie am wichtigsten ist und am besten wirkt und wirken wird. Das heißt, am Schluss müssen Sie irgendwann entscheiden. Und dafür zählt auch Ihre Präferenz, eben Tabletten, Subkutan, Spritze. Es zählt aber auch, was Sie für Begleiterkrankungen haben. Und Sie seien darauf hingewiesen, wenn Sie relevant krank sind, dann kombinieren wir manche dieser Medikamente auch zusammen. Das ist kompliziert und darum haben wir eine ärztliche Dienstleistung, die heißt Sprechstunde. Wir sprechen über diese Möglichkeiten, damit Sie informiert sind, wenn es darum geht, solche Therapien zu beginnen. Ich habe vorher die Biosimilars erwähnt. Biosimilars, das stimmt natürlich nicht, aber es sind ein bisschen wie eineiige Zwillinge. Wenn Sie einen Antikörper produzieren und irgendwann fällt das Patent weg, dann können Sie diesen Antikörper fast identisch nachkochen. Wenn das Patent fällt, die sind fast gleich, aber nicht ganz genau. Und das ist für Sie wichtig zu wissen und vielleicht auch nicht, weil das gibt es darüber zu sagen. Wenn Sie ein Originalpräparat haben und das wirkt nicht, dann können Sie nicht als neue Option auf das Biosimilar B gehen, weil das wirkt dann sicher auch nicht. Und umgekehrt, wenn Sie unter dem einen Biosimilar Nebenwirkungen haben, können Sie nicht auf das andere Biosimilar gehen, weil das hat dann genau die gleichen Nebenwirkungen. Also so viele Optionen gibt es für Sie nicht. Aber für die Gesellschaft ist es spannend, weil es zu einer Kostenreduktion im Gesundheitswesen führt. Sie brauchen keinen Druck zu spüren, Sie haben keine Verpflichtung, so ein Biosimilar zu wählen. Aber es ist durchaus eine Option, denke ich, im Alltag, dass wir einige oder viele, ich will jetzt da kein politisches Statement machen, so behandeln. Ich habe die Therapie mit Bergen verglichen und darum mache ich diesen Vergleich weiter. Es gibt auch die Option, die Wanderung abzukürzen und das wäre in diesem Sinne die Bergbahn zu nehmen, das ist die Operation. Es gibt schon seit Jahrzehnten Studien, die sagen, dass die Operation ein guter Schritt ist, um rasch beschwerdefrei zu werden.
Ich habe hier zwei Beispiele aufgeschrieben. Wenn Sie einen schweren Crohn haben mit einer Stenose und Sie haben Bauchschmerzen, dann ist der schnellste Weg, diese Engstelle und die Bauchschmerzen loszuwerden, die Operation. Ein anderes Beispiel ist, wenn Sie eine schwere und schwerste Colitis ulcerosa haben und die Medikamente funktionieren einfach nicht, irgendwann sollten Sie vielleicht einen Entscheid fällen, zu operieren. Sie haben dann keine Medikamente mehr und es geht Ihnen hoffentlich besser, weil Sie nicht mehr 20 Mal blutig auf die Toilette gehen müssen. Das ist meine Zusammenfassung für die Therapien heute. Ich glaube, es geht darum, wie beim Kochen eben, nicht zu viel und nicht zu wenig zu therapieren. Das ist die gemeinsame Diskussion mit Ihnen in der Sprechstunde. Denken Sie daran, und man sagt, jeder dritte Crohn-Patient hat das noch nie gehört, Sie sollten aufhören mit Rauchen, weil Aufhören mit Rauchen eine exzellente, starke Crohn-Therapie ist. Wenn Sie eine Therapie haben, suchen Sie sich einen Plan zusammen mit Ihrem Arzt und dann führen Sie diese Wanderung zielgerichtet aus. Und am Schluss, weil es kein perfektes Medikament gibt, manchmal ist es schwierig, am Schluss müssen Sie für sich sagen, okay, ich habe versucht, das mit Liebe zu machen und Sie hoffen, dass diese Therapie gut funktioniert. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort wieder zurück zu Stefan. Gut, herzlichen Dank, Pascal. Vielleicht sind schon einige Fragen reingekommen, vielleicht eine erste Richtigstellung von einem anonymen Zuschauer. Wieso gibt man Stelara für Morbus Crohn, wenn es nicht so für Morbus Crohn wirkt? Ich kriege es für Morbus Crohn und PSO, das ist wahrscheinlich Psoriasis, Arthritis, oder? Könnte ich mir vorstellen. Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Warum? Ja, eben, ich glaube, der Zuschauer ist der Meinung, dass eben Stelara vielleicht für Morbus Crohn gar nicht so gut wirkt. Und ich glaube, da musst du jetzt ganz vehement widersprechen. Also das ist eben das Dilemma, was ich sagen wollte. Schauen Sie, jedes Medikament, was Sie vielleicht kriegen, das nützt hoffentlich und das kann nützen. Aber ob es bei Ihnen nützt, wissen Sie erst im Nachhinein. Und ja, es wird Patienten geben, da wirkt Stelara hervorragend. Und es gibt Patienten, da nützt es dann nicht. Und darum müssen Sie einen Plan haben und sagen, nach so vielen Monaten, wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir den Wanderweg. Also das tut mir leid für Sie, wenn es nicht funktioniert, aber das ist einfach so. Eine andere Frage ist, ob man von einem Originalpräparat auf ein Biosimilar wechseln soll oder nicht. Also dieser Wechsel wird Switch genannt. Soll man einen Switch machen oder soll man den lieber nicht machen? Wie handhabst du das? Also eben Punkt 1, es wäre von den Krankenkassen gewünscht, wenn Sie das machen. Punkt 2, es gibt null Zwang dazu. Und wenn Sie das machen wollen, dann gilt das als sicher. Also es gibt keine Gründe, das nicht zu machen. Aber ich persönlich würde nie jemanden zwingen. Und ich glaube, es hat halt immer noch ein bisschen Unsicherheit dabei. Niemand hat bewiesen, dass das gefährlich ist. Aber nehmen wir mal an, Sie haben dann irgendeine Nebenwirkung oder Komplikation, dann werden Sie zwangsläufig meinen, das sei jetzt gerade wegen diesem Switch gewesen. Auch wenn das vielleicht nicht ist. Und dann ist die Verunsicherung da. Also beim Einstellen ist das anders. Beim Einstellen haben Sie halt dann statt dem Original das Biosimilar und dann ist das für Sie halt das erste Präparat. Aber beim Switch, das können Sie sich gemütlich überlegen und selbst entscheiden. Mhm.